Im Jahr 1958 wollten sowohl die Regierung der Vereinigten Staaten als auch die Regierung der Sowjetunion jener Zeit eine Atombombe auf dem Mond explodieren lassen. Wusstet ihr das? Weil sie beweisen wollten, dass sie den Weltraum dominieren. Der Weg, dies zu beweisen, ist, den Mond atomar zu bombardieren. Dann zogen die US-Strategen es zurück, weil sie unter anderem dachten, angenommen, man schießt die Bombe ab oder startet diese Bombe, angenommen, sie verfehlt den Mond und es ist immer möglich, dass sie direkt zurückkommen wird und einen Teil der Geografie auf dem Planeten trifft. Also haben sie es aufgegeben. Die Russen haben es aufgegeben. Damals war es die Uhr der SSR. Sie haben es aufgegeben, weil sie errechnet haben, da es dort keine Atmosphäre gibt, wenn man die Atombombe abwirft, ist die Menge an Staub, die aufsteigen wird, so gering und es wird so kurz sein, dass man nicht in der Lage sein könnte, es auf der Kamera einzufangen, in einer beeindruckenden Weise. Aus diesem Grund haben sie es also aufgegeben. Aber kann man das glauben? Sie wollten den Mond bombardieren. Hallo? Es gibt niemanden zu töten. Es gibt niemanden zu töten. Das Terrain gehört noch niemandem bisher. Aber sie wollen den Mond bombardieren. Das ist ein klares Beispiel dafür, wie Menschen gewesen sind. So wie wir hier leben, sind wir nicht der schlimmste Virus auf dem Planeten? Hallo? Jeden Tag töten wir 200 Millionen Tiere auf dem Planeten im Namen der Ernährung. Viele, viele Millionen Fische und andere Wasserbewohner. Über 1,2 Billionen Fische pro Jahr und etwa 72 Milliarden andere Tiere pro Jahr. Für 7,6 Milliarden Menschen braucht man so viele Nahrungsmittel? Wir brauchen nicht so viel Nahrungsmittel, aber wir töten, weil wir eine Industrie gegründet haben. Heute sollen so viele Tiere geschlachtet werden, es spielt keine Rolle, ob man so viel essen kann oder nicht. Das wär's. Von 1970 bis 2016 sind 68% der Wirbeltierpopulation ausgerottet worden. 68! Ja, das ist eine korrekte Zahl, das sage ich euch. Inzwischen sind es über 70%. 70% der Wirbeltierpopulation haben wir in 50 Jahren getötet. Und einen ähnlichen Prozentsatz an Insekten, Würmer und andere Bioaktivität haben wir vernichtet. Wenn irgendjemand anderes beobachten würde, angenommen die Grashüpfer beherrschen diesen Planeten, sie würden denken, dieser Virus, wir müssen ihn irgendwie beseitigen. Ja oder nein? Würden sie das denken oder nicht? Wenn irgendeine andere Spezies getan hätte, was wir diesem Planeten antun, hätten wir dann nicht darüber nachgedacht, wie wir diese Spezies beseitigen können? Indem wir was auch immer tun, die Erde vergiften, sie chemisch bombardieren, sie atomar bombardieren, was auch immer. Wenn wir bereit sind, den Mond zu bombardieren, nur um zu beweisen, dass wir da draußen etwas explodieren lassen können und wir ein Foto machen wollen, wie viele Dinge man tut, um ein Selfie zu machen. Menschen fallen von Brücken, Menschen werden von Zügen überrollt. Hallo? Um ein Foto zu machen, um eine Sache zu beweisen. All das ist so, weil ein Mensch nicht weiß, wie er sein kann. Er muss tun. Wenn wir andere Lebewesen wären, hätten wir nur Gehirne, um zu tun, was für uns notwendig ist, wäre das gut gewesen. Selbst jetzt, wenn man die Hälfte deines Gehirns wegnimmt, wirst du ein ziemlich sicheres Geschöpf sein. Mit einem ganzen Gehirn, wenn du nicht weißt, wie du sein kannst, dann ist dieses ganze Gehirn ein ernstes Problem. Wenn du ein voll ausgebildetes Gehirn hast, musst du wissen, wie du sein kannst, sonst ist dies ein gefährliches Instrument. Ohne zu wissen, wie man sein kann, ohne sich bewusst zu sein. Die Konsequenzen sind schrecklich. Nur wir nicht. Alle anderen wissen es. Ich habe das schon einmal gesagt. Vor einiger Zeit ist im Vereinigten Königreich und in Europa der Rinderwahnsinn aufgetreten. Erinnert ihr euch daran? Zwei Kühe trafen sich also auf einer englischen Wiese und so fragt die eine die andere: Was ist deine Meinung über den Rinderwahnsinn? Die andere sagte: Interessiert mich nicht die Bohne, weil ich ein Hubschrauber bin. Nun, wir haben vergessen, dass wir seiende Menschen sind. Das ist das ganze Problem. Wir haben vergessen, dass wir Leben sind und dass unser Leben mit allem anderen verwoben ist.
Sadhguru, wir sind für einen spirituellen Vormittag gekommen. Du hältst uns einen Umweltvortrag. Nein, nein, ich spreche von Spiritualität. Denn spiritueller Prozess bedeutet, dass du die Grenzen deines physischen Selbst durchbrochen hast. Sobald du die Grenzen deines physischen Selbst durchbrichst, ist einfach alles du. Das ist keine Umwelt. Im Moment sind die Umwelt und ökologischen Belange im Lehrbuch. In einer Schule oder einer Universität. Unser Gespür für Umwelt und ökologische Belange muss in unseren Herzen leben. Nicht in einem Lehrbuch. Es wird erst dann geschehen, wenn du dem Leben Aufmerksamkeit schenkst.